Libertas Haus, Libertas Haus. Hallo, hier bin ich mal wieder. Und ich glaube, der nächste Abschnitt, ja, wird jetzt gleich ein bisschen peinlich vorzulesen. Und falls jetzt manche Menschen zugucken oder eine bestimmte Person zuguckt, die dann vielleicht sauer auf mich sein könnte, tut mir leid. Ich sag nur, tut mir leid. Und ja, Egon, ist gut. Wie wäre es, wenn du dich vielleicht mal jetzt von meinem Bauch entfernen könntest? Egon, das stört jetzt dezent. Nee, das geht jetzt wirklich nicht. Oh, Stinky, nein, das so geht's doch nicht. Egon will nur sagen, dass es keinen Grund gibt, auf mich sauer zu sein, ja? Denn wir erinnern uns ja, dass ich die Texte nicht schreibe. Also gibt's auch keinen Grund, auf mich sauer zu sein. Egon, du müsstest jetzt aber wirklich aus dem Bild gehen. Sonst kann ich nicht lesen. Wirklich jetzt. So, ich würde sagen, meine Katze ist angepisst. Also, los geht's. Weh, du kratzt mich gleich. Bleib mal unten, Egon. Ich kann uns nicht sehen. Nee, dann musst du ganz runtergehen. Jetzt komm, du kannst doch danach gleich wieder auf meinen Schoß. Also hinlegen. Oh, Egon, ich sehe nichts. Du hast deinen großen Kopf vom Laptop. Dann leg dich bitte hin. Och Mann, ich kann mich noch nicht mal mehr gegen meine Katze wehren. Das ist schon auch irgendwie schlimm. So, genau, so bleibst du liegen. Ja, sehr schön. Jetzt habe ich auch noch eine Stelle gefunden, die sie toll findet. Ja, super. Kratz in der Luft rum. Egon, ich würde jetzt echt gerne anfangen. Ich würde sagen, es juckt sie sehr an dieser Stelle. So, Egon, jetzt aber Schluss. Okay, stopp. Ah, so. Hoppipopp. Runter. Au. Okay. So, jetzt. Aber. Ehrlichstädt, Oktober 2014. Die Schule hat wieder begonnen. Nach einigen Unsicheren und hin und her hat Tamara nun eine Routine entwickelt, kennt den neuen Weg, die Bus- und Zugfahrzeiten und kommt einigermaßen gelassen nach Halle und zurück. Sie wohnen noch immer im Gartenhaus und ihre Mutter ist genervter denn je. Sie hat die Hengste nun auch hergeholt und die Bertas Haus ist geräumt. Alle ihre Sachen sind im Schloss untergebracht. Die Wohnung wird und wird aber nicht fertig. Der Graf kriegt irgendwelche Paranoia-Schübe und verdächtigt sie, da irgendwie heimlich zu wohnen. Der Rehnfeld, der Sabberheini, erzählt dem die Horrorgeschichten, was sie da alles treiben. Und der Graf scheint es alles zu glauben. Ein Durcheinander und Corinne hat richtig Angst. Mal wieder, dass das alles vor dem Winter nicht fertig wird. Sie fummeln da in der Wohnung mit, so gut es geht, aber keiner weiß so recht, was gemacht werden muss und wann. Die Schneiders sind erst mal wieder ganz nach Krömlitz zurückgezogen. Sie verbringen aber jede freie Minute in Ehrlichstädt und hoffen auch, dass Corinne und Tamara bald ins Schloss ziehen können, damit sie das Gartenhaus bewohnen können. Glücklicherweise ist es noch warm, richtig sommerlich warm. Ein goldener Oktober, der hoffen lässt, dass der Winter Ehrlichstädt vielleicht übersieht und andere ärgert. Aber eigentlich hat Tamara noch was anderes im Kopf. Es ist passiert. Es ist passiert. Sie ist keine Jungfrau mehr. Großschrift, Ausrufezeichen. Jakob war die letzte Ferienwoche endlich aus Berlin wieder da. Sonderbar schweigsam und in sich gekehrt. Sie hatte nicht nachgefragt. Es war klar, dass er bei seiner Familie gewesen war und dass er nicht darüber reden wollte. Es war aber auch klar, dass es ihn belastete. Sie weiß nicht so recht, wie sie ihm da helfen kann. Am besten vielleicht in Ruhe lassen. Nicht ansprechen. Da sein. Ihm nahe sein. Sich freuen. Dass er da ist? Sonderbarer Jakob. Sonst konnte sie lesen in ihm wie in einem offenen Buch. Aber Berlin und seine Familie, das ist ein großes Geheimnis. Trotzdem hatte sie sich natürlich gefreut, dass er wieder da ist. Es ist ein bisschen, als ob durch die Trennung ihre Beziehung noch inniger geworden ist. Gleichzeitig sind auch die Schneiders noch zu einem Kurzurlaub an die Ostsee aufgebrochen und ihre Mutter war da noch in Grömlitz, sodass Jakob und sie das Gartenhaus für sich hatten. Sie hatte ihn nicht lange bitten müssen, mit ihr dort zu übernachten, denn alleine sein wollte sie dort auf keinen Fall, mit den ganzen Gruselsymbolen der Hexe Verstecksee, dem Sabber-Rehnfeld mit seinem trüben, starren Blick und dem ganzen Gerede wegen des toten Nachbarn. Wenigstens hatte sich das Pferdefangen in der Nacht völlig aufgehört, nachdem der Nachbar verschieden war. Komischerweise und wie durch ein Wunder blieben die Zäune nun unzerstört und man konnte nachts wieder durchschlafen. Jakob war gekommen und hatte Pizza mitgebracht. Klasse Idee, denn eine Küche gab es im Gartenhaus nicht. Gerhard hatte eine Kochplatte aufgestellt, auf der man sich mühselig etwas warm machen konnte, aber so richtig etwas kochen ging nicht und Tamara liebte Pizza. Sie sitzen also da und quatschen und essen Pizza. Reden über dies und das. Bisschen komisch. Sie reden erst wie Leute, die sich kaum kennen. Erst nach einiger Zeit stellt sich die gewohnte Vertraulichkeit wieder ein und sie entspannt sich ein bisschen.
Nach dem Essen gehen sie auf die Couch, wo sie weiterreden und kuscheln. Sie fangen an zu spekulieren über das Sexualleben anderer Leute. Anne und Angelo, die Grafens, großes Lachen, aber auch Kylie und Devon, ob da mal was war oder noch nicht. Es wird später und später und als sie auf die Uhr sehen, ist es schon 1 und sie wollen ins Bett. Ist so ein bisschen peinlich, aber egal. Tamara geht rüber und zieht sich aus, bis auf die Unterwäsche und legt sich aufs Bett. Jakob noch im Bad. Geräusche, das dauert ewig. Irgendwie ist ihr klar, dass da heute noch was passiert. Sie und Jakob lieben sich und sie sind zusammen. Und was da noch kommt, alles ist okay. Endlich kommt Jakob, sein Gesicht sonderbar verschlossen. Er zieht sich aus, so ganz selbstverständlich, als würde er sich schon seit Jahren so vor ihr ausziehen. Alles bis auf die Unterhose. Er macht das Licht aus und kommt ins Bett. Dann liegen sie Seite an Seite, ohne sich zu berühren. Und einen schrecklichen Moment lang glaubt Tamara, dass sie sich geirrt hat, dass er jetzt einschläft und dass es das dann war. Dann aber dreht er sich zu ihr rum und nimmt sie in den Arm und küsst sie auf den Mund. Tamara spürt, wie ihr warm wird, wie ihr Körper sich an seinen drängt. Ja, sie will das jetzt, so soll das sein, endlich. Sie spürt, wie sein Glied anschwillt und an ihrem Bauch hart wird. Sie verkrampft sich ein bisschen, weil es so ungewohnt ist. Sie will ein bisschen abrücken, aber sein Atem wird nun heftiger und laut. Er schiebt sich auf sie, legt sich auf sie und versucht, in sie einzudringen. Irgendwie ist das zu schnell, denkt sie, und sie merkt, dass es so nicht funktioniert. Sie will eigentlich was sagen und ihn zurückhalten, aber eigentlich auch wieder nicht, weil es doch irgendwie richtig ist und so sein sollte und geplant und alles. Er versucht, in sie einzudringen, aber irgendwie geht das immer noch nicht. Sie weiß nicht, was sie jetzt machen soll. Es ist ganz komisch, jede Erregung scheint verschwunden. Sie sieht sich selbst und ihn wie von außen zu. Verwundert, was hier nun geschieht, mit fast wissenschaftlichem Interesse, aber ohne innere Beteiligung. Dann plötzlich ein scharfer Schmerz, ein richtig böser Schmerz, der sie abrupt in ihren Körper zurückholt und sie zurückzucken lässt. Und dann ist es geschehen. Nach einem Keuchen rollt er sich von ihr herunter. Er hat geschwitzt. Seine Brust ist feucht, sein Atem geht noch schnell. Das war es jetzt also, denkt sie und bemüht sich nicht, enttäuscht zu sein. Das ist es, das ist das, worüber alle so ein Theater machen. Die wichtigste Sache der Welt. Ach ja. Sie bemüht sich nicht, enttäuscht zu sein. Sie bemüht sich, sich nicht von ihm wegzudrehen und sich zusammenzurollen und zu weinen anzufangen. Sie bemüht sich, aber sie schafft es nicht. War nicht so gut, oder? Murmelt er betreten und legt ihr zögernd den Arm um die Schultern. Nicht schlimm, schluchzt sie. Ist wohl so am Anfang. Das wird schon. Wir brauchen einfach nur mehr Übung. Sie lächelt unter Tränen und kuschelt sich an ihn. Gerne, sagt er unbeholfen und drückt sie an sich. Das mit der Übung. Gern. Das kriegen wir hin. Irgendwann schläft sie ein. Immerhin. Jetzt ist sie keine Jungfrau mehr. Und der Rest? Das wird schon auch noch. So. Also es ging ja Gott sei Dank vom Vorlesen her. Ich muss ja gestehen, ich habe da jetzt auch nicht so mega viel Erfahrung im Vorlesen von irgendwelchen Sexszenen, aber ich finde, ich habe es gar nicht so schlimm gemacht. Ich bin nicht knallrot geworden und ich habe nicht rumgestottert. Aber ja, also ich meine, ich will hier gar nicht ins Private gehen, aber ich denke, für jeden ist das erste Mal was anderes. Für manche ist es toll, für manche ist es grauenvoll. Und ich denke, an sich hat sie vieles richtig gemacht, weil sie nicht mit irgendwem der Hergelaufene geschlafen hat, sondern mit jemandem, den sie wirklich liebt. Ja, mehr kann ich dazu jetzt auch nicht wirklich sagen oder will ich einfach auch nicht wirklich sagen. Sagen wir es einfach mal so. Ja, ich verlinke euch jetzt mal hier den letzten Abschnitt und hier, warum geht mein Finger immer so weit nach da? Ja, das Video vom Sonntag, wie wir die Yoga-Challenge mit Niki gedreht haben. Und jetzt nächsten Sonntag kommt das Wise Guest Video vom Interview und ich hoffe auch, dass ihr euch da voll drauf freut und das Video wird bestimmt richtig, richtig cool. Also sage ich jetzt erstmal Tschüss, bis zum Freitag.